Hi und herzlich willkommen zurück bei Soviet Republic. Wir sind hier in unserer zweiten Anlage, da wo wir ein bisschen Kram verkaufen, vor allen Dingen Sachen, die aus Erdöl entstehen. Und ich gehe da gleich mal zurück. Ich habe hier nur das, was ich beim letzten Mal gesagt hatte, diese Teile etwas angepasst. Guck mal, hier fährt jetzt gleich ein Zug lang. Wir schauen mal kurz, wie das reagiert. Na, hier als erstes, der wird gesperrt. So, die würden jetzt noch bis da kommen. Ah, das sieht alles ganz gut aus hier. Ja, das sieht gut aus. Kann dann da reinfahren. Hier wäre jetzt bis dahin zu. Genau. Und sobald er aber über dieses Signal fährt, ist hier unten wieder alles freigegeben. Genau. Okay, passt. Fährt dann da rein, um hier entsprechend... Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht hier. Die Teile hier. Ich glaube, die könnte ich auch rausnehmen. Wenn der darüber fährt, ist ja eigentlich schon alles in Ordnung. Und hier sind die jetzt zu. Genau, hier würde der jetzt da warten, sodass die rausfahren können. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück nach Hause in unserer Hauptstadt und schauen mal. Hier unten haben wir jetzt eine Gleisanlage umgesetzt. Das sieht gut aus. Hier haben wir jetzt allerdings das Thema, dass die ein bisschen zu nah sind. Deswegen setze ich mal hier hinten Signale hin und nehme die raus. Wenn die nicht eine Zuglänge Abstand haben, dann kriegen wir damit auch Probleme. Und hier zwischen setze ich auch mal welche. Okay, passt. Der Part hier sollte auch funktionieren. Hier könnte es natürlich noch Probleme geben. Ja, wir könnten die theoretisch noch so setzen, sodass die hier schon sperren. Okay, sieht auch gleich ein bisschen besser aus. Weil das hier rüber führt, hier könnte ich theoretisch aber auch einfach eine Brücke mal bauen irgendwann. Sodass wir das Thema hier nicht mehr haben. Gucken wir mal, ob da was passiert. Können wir aber auch noch später setzen. Hier haben wir schon. Ja. Da oben gehen die entsprechend dann rein in das Teil hier. Hier unten haben wir eine, ungefähr eine Länge Abstand. Hier sind irgendwie gar keine mehr zwischen. Das sollten wir noch beheben. Ja, hier ungefähr. Sollten noch Signale dazwischen. So. Dann sollte das insgesamt jetzt funktionieren. Hier kommt jetzt ein bisschen Kohle rein, das ist gut. Hier oben werden noch Sachen gebaut. Wird überall gebaut. Hier drüben auch. Wir brauchen viel Stahl. Hier sind unsere Konstruktionsbüros so unterwegs. Ja. Gibt hier für alle was zu tun. Jetzt hier mit dem Kram. Da arbeiten auch noch Leute dran. Sehr schön. Gibt hier also jetzt allerhand Sachen, wo die Leute sich beteiligen können und wo Arbeitskräfte gebraucht werden. Hier an dem Teil auch. Dann können wir später hier eine Plattenproduktion errichten. Nur mal schauen, zum Busbahnhof kommen die von da nicht. Das heißt, die sollten hier dann wirklich irgendwie in dem Bereich arbeiten. Ich würde aber vielleicht hier mal sagen, ich setze hier mal den Bau erstmal aus. Wer weiß, ob wir die so in der Form überhaupt brauchen. Oder ob wir nicht auch ohne die beiden Blöcke hier genügend Arbeitskräfte hinkriegen. Hier drüben haben wir unser Betonwerk und unser Asphaltwerk. Beide haben derzeit Kies. Und trotzdem haben wir nicht genügend Kies für die Zementsachen. Wir könnten also mal schauen, hier vielleicht den Zementtypen mal hier wegschicken, dass wir nicht so viel Zement verkaufen, damit wir hier einfach mehr, damit wir hier nicht so viel Kies verbrauchen. Gut, das passt.
Wie sieht es hier oben aus? Geht hier noch einer an? Derzeit nicht, aber hier kommt schon der nächste. Dahinter steht auch schon einer. Also hier ist jetzt die Auslastung, was Bruchstein betrifft, erstmal sehr hoch. Okay, dann schaue ich mal, ob wir vielleicht eine weitere Kiesmine eröffnen können. Bruchstein-Kiesgrube ist das, okay. Gucken mal hier rein. Wie sieht das beim Frame aus? Boah, das ist ja richtig viel. Wenn wir das jetzt hier runternehmen würden, dauert das hier auf jeden Fall Ewigkeiten. Wir können ja einfach mal draufhalten. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Weil hier wäre ein guter Standort für eine Kiesgrube. Da würden wir nämlich noch welche auch daneben kriegen dann. Ich habe keine Ahnung, ob wir da eine Straße überhaupt hochziehen können. Eieieiei, das dauert ja ewig. Jetzt geht aber immerhin wieder die Sonne auf, sodass ich dann vielleicht irgendwann mal was sehen kann hier. Ja, okay, das dauert auch bei diesen Kiesvorkommen einfach viel, viel länger, das Ganze abzuflachen. Man sieht auch gar nicht richtig, wo er jetzt hier überhaupt was wegbaut. Ich können wir hier... Und beim Einebnen sieht es dann da besser aus. Nicht wirklich. Können wir hier so eine Kiesgrube reinsetzen. So. Hier einmal anpassen lassen. Können wir mal gucken, ob die funktionieren würde. Ich würde jetzt da sitzen, aber das wird schon mit der Straße hier nicht hinhauen, oder? Hier geht es viel zu steil bergab. Das heißt, wir müssen das hier noch weiter runterbringen. Und das dauert. Der ist der Klassiker bei unseren Kiesgruben. Wir müssen hier abflachen. Aber drüben gibt es jetzt auch noch genügend Sachen, die wir bauen wollen. Also insofern... Wie sieht es hier jetzt aus? Wird nicht besser, ne? Hier so ein bisschen versuchen anzupassen, auch nicht. So, neuer Versuch. Kiesgrube. Hier hin. So, Kiesgrube. Straße. Ne, hier passiert gerade gar nichts. Die hier zwar so kleine Stücken. Ne, nicht mal ein kleines Stück kriege ich hin. Hier noch runternehme, dann wird die Straße hier auch zu steil. Ja, guckt mal hier. Könnte funktionieren. Allerdings würde ich ja da drüben dann auch gerne noch eine Kiesgrube hinsetzen. Mal ein bisschen größer hier den Radius. Können wir hier auch was einebnen. Hier so ein bisschen runtersetzen. Ja, hier sieht man, wie das einfach auf der rechten Seite die Höhenunterschiede jetzt sehr, sehr groß werden. Boah, die brauchen ja ewig. Aber wir würden es wahrscheinlich hinkriegen. Und dann würden wir... Wo schließen wir den an? Könnten hier hoch...
hier rüber gehen. Oh, das würde vielleicht funktionieren. Hier komme ich... Ist zu steil, ne? Das ist dann zu viel und hier führt die Straße aber hoch. Das heißt, ich könnte den machen. Und hier habe ich aber auch schon wieder das Problem mit dem Abflachen. Seite komme ich natürlich auch nicht hoch, weil hier sind jetzt die Höhenunterschiede wirklich zu krass. Hier ein zu großer Anstieg. Nehmen die mal nochmal weg hier. Und wir gucken mal, was passiert, wenn wir das jetzt hier so ein bisschen begradigen von dort. So. Kriegen wir nicht hin hier. Also hier würden wir sogar ein Stück rüber kriegen, so. Aber das kriegen wir auch angeschlossen. Aber hier kommen wir dann nicht runter derzeit. Mal schauen, wie es ausschaut, wenn wir hier ein bisschen umbauen. Auch zu viel. Ja. So würde es gehen. Und dann kommen wir bis hoch. Überwinden hier extreme Höhenunterschiede. Wir könnten sogar noch hier so ein... Das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Bauen die mal. Dann haben wir hier noch das Thema, dass ich weiter abflachen müsste. Von dort aus. Zu kleiner vielleicht. Ja. Ein Stück runter. Wow, und da... Na, wir gucken mal. Ich guck mal hier Kiesgrube. Ja. Jetzt hebt er hier ja unglaublich an, ne? Das war nicht der Plan. Er sollte eher ein bisschen absenken. Ne, das wird nicht funktionieren. Also hier wieder runter. So. Dann müssen wir das wirklich weiter abflachen. Und zwar auf diese Variante. Kostet uns dann zwar hier die Folge im Endeffekt. Aber gut. Was passiert, wenn ich das mit Rubel zahle? Geht auch nicht wirklich schneller, oder? Nee. Voilà. So rum. Auch einfach hier oben viel zu lange, um das abzuflachen. Ah, ich könnte es vielleicht so runtersetzen. Vielleicht geht es mit den Baggern schneller als dieser Modus zum Flachen, Abflachen. Ah, sieht ein bisschen besser aus von der Geschwindigkeit, aber nur hier unten in dem Bereich, wo es halt kein Fels ist. Hier oben dauert es dann doch noch ewig. Und ich weiß auch nicht, ob die Bagger hier wirklich besser arbeiten als die Bulldozer. Gucken wir mal, was hier jetzt passiert. Okay, wir probieren es nochmal mit der Kiesgrube. Ja.
hier die Straße hin. Genau, dann hätten wir hier eine Kiesgrube und da eine Kiesgrube. Dann sollte das doch passen. Die oben können wir dann später nämlich wegnehmen. Hier habe ich noch das Thema, dass mir das nicht gefällt. Kann ich hier ein bisschen was wegnehmen? Dass die Straße hier wieder zum Vorschein kommt. So. Ja, okay. Gefällt mir besser. Genau, die fahren da nach oben. Wireframe nehme ich raus. Die Kiesgrube oben muss ich dann umbauen. Und, hier unten ist jetzt die Fabrik fertig. Ich nehme hier mal die Arbeiterzahl aber runter. Deutlich zu viel. Frisst mir hier den ganzen Stahl weg. Hier drüben liefert sie dann die mechanischen Komponenten rein. Hier unbedingt die Menge begrenzen. Genau, was wir hier nicht brauchen, sind auf jeden Fall Pflanzen, Chemikalien. So. Nochmal, jetzt sind es 25 von jedem. Machen wir das doch mal so einfach. Jetzt hier noch ein bisschen Platz drinne. Die mechanischen Komponenten könnte ich natürlich auch gut verkaufen. Gucken wir mal, wenn wir da so einen Zug bauen, der fährt hier hin, das würde gehen, der geht da lang. Okay, dann kaufen wir jetzt hier mal eine Diesellok. Gucken mal, was die Güterwagen braucht. Die hier, ne? Mechanische Komponenten. So. Dann würden wir der erstmal sagen. Fahr von dort. Warenhaus Berlin, lad alles ein, mechanische Komponenten. Und bring das Ganze hier unten hin zum Verkaufen. Ja. Start. So, dann haben wir hier erstmal noch einen Zug, der die Komponenten verkauft. Sehr gut, sehr gut. Der Stahlzug, der braucht dann noch ein bisschen. Wir haben jetzt nämlich hier erstmal keinen Stahl mehr drin. Ach doch, der kauft hier welchen ein, ja. Okay, gucken wir mal. Hier oben ist jetzt die Speicherung für die Platten fertig. Hier brauche ich jetzt aber mehr Zement. Und das heißt, ich nehme hier mal die Teile, die den Zement derzeit woanders hinbringen, raus. Genau die hier nämlich. Und sage denen, ihr könnt den Zement mal schön da abladen. Und auch auf Entladen umstellen. Hier auch. Du sollst dahin fahren und dich schmeiße ich raus und entladen. Hier habe ich jetzt. Der fährt zu einem Betonwerk und der fährt noch zum Zollhaus. Okay. Gut, dann sagen wir dem hier noch, dass du dahin fahren sollst. Dann gibt's hier oben nämlich bald Zement. Nehmen auch hier die Arbeitskraft ein bisschen runter. Hier scheinen genügend Leute zu sein. Ist also nicht ganz. Wir brauchen nicht unbedingt den Part hier, wenn ich das so richtig sehe. Da brauchen wir noch Übergang. Wir wollen ja am Ende auch nicht so viele Arbeitslose hier haben. Ich habe schon wieder 200 Arbeitslose. Genau, am Ende des Tages brauchen wir hier vor allen Dingen mehr Kohle. Und jetzt ist nun wieder die Frage, warum haben wir hier wenig Kohle? Gibt es schon wieder irgendein Problem mit den Kohlelieferungen? Das sieht ganz so aus, ne? Irgendwie eine Stadt zwischen. Schmeiß ich mal raus. Ja, hier gibt es ein Problem, weil diese Stücke hier zwischen nicht passen. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme hier die Komponenten raus. Ja. Dann können wir diese Teile... Oh oh...
So, da sind wir wieder zurück. Das Spiel hatte sich mal wieder verabschiedet. Das passiert ab und zu, ist jetzt aber nicht so tragisch. So, wir bauen das Ganze so hier um, dass wir hier nur einen Ausgang aus diesem Teil nutzen. Und der dann hier entsprechend so anführt. Einmal nach rechts. Und einmal hier hin. Hier nach links. Ja, eigentlich zu viel. Wartet mal. Brech das mal ab. Ja. Und er kann darauf fahren. Und der war jetzt falsch. Der soll darauf fahren. Ja. Gucken wir mal, das kriegen wir hier angeschlossen. Zack. Hier. Genau, reiße ich den jetzt ab. Jetzt hier so ein Doppelsignal hin. Und hier am besten. Ein Wartesignal, da ein Wartesignal. Hier machen wir noch eins. Weil er das hier kreuzt, ne? Brauchen wir da vielleicht mehrere. Okay. So, jetzt sollte das hier wieder passen. Die Züge fahren wieder. Meine Güte, immer ist irgendwas mit den Zügen und diesen Signalen. Ich hoffe, dass ich es jetzt soweit vereinfacht habe auch, damit es funktioniert. Ich gehe... Achso, wir gucken mal, wie hier der Kies ausschaut gerade. Oh, wir haben reichlich Kies hier. Hier haben wir zwei Kipper, die zu den Chemieanlagen fahren. Zu beiden jeweils. Frage, ob das überhaupt notwendig ist. Aber gut, wir können es ja so machen. Ich nehme hier noch die zweite Chemieanlage mal mit rein. Fahren halt beide dahin. Ist schon okay so. Dann gehe ich zurück zu unserer Stadt hier und gucke jetzt nochmal, was hier oben, hoppala, aus unseren Kiesgruben geworden ist. Sind im Bau. Anscheinend jedenfalls. Rufe Konstruktionsbüro 2. Sind Konstruktionsbüro 1. Du möchtest dich daran nicht beteiligen. Ah, das ist zu weit. Ich? Nee, eigentlich reicht doch der Radius hier. So, gut. Die sollen da ruhig mitmachen. Der Rest passt hier erstmal. Hier oben haben wir jetzt haufenweise vorgefertigte Platten drin. Und das heißt auch, ich brauche hier Transporter, die Platten transportieren können. Nehmen wir mal einen offenen LKW. Naja. Oh, der fährt schon 80 hier und kann 8,1 Platten transportieren. Ist der besser als der? Ne, der schafft 10 Platten und fährt 70. Gut, 80 ist natürlich besser als 70. Der hatten wir mal vorher, ne? Und der braucht 8. Naja gut, ist ja hier nur innerstädtisch, da können wir ruhig den nehmen. Und du sollst hier oben beladen, platten und bringst die hier hin. Super. Dann kopieren wir dich noch auf den anderen Kollegen hier. Du sollst es auch machen. Hier würde ich irgendwie gerne noch das Thema mit dem Eisen anders lösen. Weiß nicht, ob ich das hinkriege. Wetter ein bisschen runter. Okay. Platten vielleicht noch eins hoch. Ja, ich glaube, so haben wir hier eine ganz gute Einteilung.
Der zieht hier immer noch Stahl raus. Okay, ich nehme hier also mal auch die Arbeiterzahl noch ein bisschen runter. Mechanische Komponenten. Hier oben gucke ich mal. Hier fehlt uns jetzt wieder Kohle, weil die Züge natürlich wieder rumgezickt haben. Klassiker. Okay. Und hier habe ich jetzt diese Platten. Kann ich die an so ein Lager anschließen? Müsste doch eigentlich gehen. Wo sind diese Lager? Okay. Lager groß. Na super. Passt hier auch echt jetzt nur so semi. Mal gucken. Mal. Was hier passiert, wenn ich das da hinbaue? Ja. Und das versuche ich hier rüber anzuschließen. Oh, das funktioniert. Das ist gut. Habe ich hier noch eine Straße? Die ist jetzt allerdings das zu hoch. Aber ich weiß, dass es funktioniert. Ups. Warum? Das heißt, ich kann jetzt hier das nochmal glätten. Und zwar von der Seite her. Ja, auch hier das als Glättpunkt nehmen. Hier oben nehme ich mal die Straße erstmal weg. Und wir glätten hier ein bisschen weiter, so dass wir später hier noch einen Zug anschließen könnten. Dann kann ich natürlich auch das Lager nämlich woanders hin, also kann ich das hier ein bisschen umstrukturieren, dass die nämlich hier bei dem Lager das holen. Sollte jetzt passen hier, oder? Nochmal das Lager. Könnte fast zu knapp jetzt sein. Ne, das passt. Sehr gut. Dann geht es hier ran an die Straße. Wir könnten auch schauen, ob wir die hier vielleicht so noch rumkriegen. Gehen wir natürlich nicht. So passt das. Sehr schön, die Straße und diese Überbrückung finanziere ich dort. Hops, die ist hier. So dass die Platten dann da oben reingehen können. Dann brauche ich die nämlich gar nicht da nach unten bringen. Wenn wir hier nämlich das Lager haben. Mal, ob wir hier vielleicht diesen Knick noch ein bisschen schöner hinbekommen. Das wäre für mich jetzt so optisch ein bisschen was. Ja, ist nicht perfekt. Aber sieht besser aus als vorher. Aber hier oben wird jetzt das Lager gebaut. Brauchen wir auch ein paar Sachen für. Hier unten haben wir den Bereich. Wir kaufen das hier. Natürlich jetzt die Frage, ob das sinnvoll ist, dafür dann hier den Stahl entsprechend einzukaufen. Aber hier oben, ich habe hier auch keine... Wir hätten das alles ein bisschen umdesignen müssen. Aber im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Ne? Hier hätten noch irgendwo Lager rangemüsst, damit es besser funktioniert. Das haben wir jetzt nicht. Der Stahl wird hier hingebracht. Hey, der Stahl wird da hingebracht, hier wird er verarbeitet. Noch ein paar Menschen rausnehmen. Hier sind jetzt Leute ohne Job. Wir haben ein bisschen viel Einwohner hier wahrscheinlich. Aber von den Angeboten her sieht es okay aus. Also die Leute sind derzeit ohne Job vor allen Dingen. Das Teil will ich ja noch bauen. Wird ja hoffentlich auch dann ein bisschen... Leute anziehen. Hier haben wir immerhin für 60 Leute das drin. Hier unten 50. Das hatten wir ja schon erhöht. Hier ist jetzt auch ein bisschen mehr Kleidung drin. Super. Das läuft hier eh so, wie es soll. Ne? Das sieht doch ganz okay aus. Ja, genau.
Ja, dann haben wir es, glaube ich, erstmal wieder. Kohle kommt hier über die Kohlezüge rein. Sieht auch so aus, als wenn das jetzt zumindest funktioniert. Hier steht schon einer drin gerade. Cool. Dann hat der gerade hier was hingebracht und der nächste entlädt schon. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Problematisch ist noch, dass wenn die Züge da drin stehen, ne, dass hier die Schranke unten ist. Gucken wir gleich mal, wenn der Zug hier durchfährt. Ah, aber die halten hier Gott sei Dank nicht lange. Ist dann vielleicht darüber okay. Hier hat er jetzt wirklich den kompletten Kohlegedöns rausgeschmissen. Sieht man auch, hier unten fährt jetzt nämlich unser Stahlzug los. Ich würde aber gerne dann später hier noch ein großes Lager für Stahl anbringen. Mal gucken, dass wir das dann vielleicht in einer weiteren Folge machen. Oder ich plane es schon mal. Wir könnten hier natürlich wirklich schönes Lager hinsetzen. Das dann so machen, da anschließen. Da würde der Zug dann reinfahren. Das würde eigentlich gut funktionieren. Also eigentlich. Aha. Hier drüben sind die mechanischen Komponenten. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge, wenn ich dran denke. Bis dann. Macht's gut.